Kreispokal-Viertelfinale. Der FC Starkenburgia Heppenheim aus der Kreisoberliga Bergstraße empfängt den Verbandsligisten die SG Unter Absteinach. Die Heppenheimer haben in der Liga Anfang November gegen die Zweitvertretung der SG Unter Absteinach mit 0:7 verloren. Die zweite Mannschaft steht auf Platz 1 in der Kreisoberliga Bergstraße. Heute ist Pokal angesagt, ein komplett anderes Spiel. Die SG spielt in ihrer zweiten Saison in der Verbandsliga, kämpft erneut um den Klassenerhalt, hat aktuell 4 Punkte Vorsprung vor einem Abstiegsplatz. Wir können uns auf ein hochinteressantes Pokalspiel einstellen. Die Heppenheimer in grün und weiß, Unter Absteinach ganz in weiß. Die Gastgeber in der ersten Hälfte von rechts nach links. Das ist die erste Szene. Florian Fröhlich prüft Dominik Schuch. Klasse Abschluss, tolle Parade. Aus Sicht der Heppenheimer ein Foulspiel von Burak Gülmez. Er trifft ihn leicht, der Schiedsrichter lässt den Vorteil laufen. Für meine Begriffe eine absolut richtige Entscheidung. So bleibt es vorerst beim 0:0, aber der Verbandsligist früh mit Problemen. Nach vorne fehlt die Durchschlagskraft und hinten schaffen es die Heppenheimer, sich immer wieder durchzusetzen. Das ist Florian Fröhlich, der lässt zwei Mann stehen und dann der Abschluss. Zentimeter am zweiten Pfosten vorbei. Auffälligster Mann auf dem Feld, die Nummer 9 vom FC Starkenburgia, Florian Fröhlich. Rein in den zweiten Spielabschnitt. Und man spürte zu Beginn, die SG Unter Absteinach mit Trainer Sahin Özcan hatte sich etwas vorgenommen. Die Mannschaft blieb deutlich unter ihren Möglichkeiten in der ersten Hälfte. Erste Annäherung, guter Ball in die Spitze, der Abschluss, kein Problem für Keeper Tobias Gebert, der den Ball sicher pariert. Und auch in der zweiten Hälfte, auffälligster Mann bei Starkenburgia, Florian Fröhlich, direkter Freistoß auf das Tor von Dominik Schuch, der da abtaucht und den Ball rauskratzt. Guter Freistoß, der hätte vermutlich genau gepasst. Die Partie nahm in der zweiten Halbzeit nochmal richtig an. Fahrt auf, tolle Hereingabe, Malik Mikuna. Riesenszene, Tobias Gebert macht das kurze Eck zu. Aber wir sehen das nochmal in der Wiederholung. Da muss Malik Mikuna den Ball querlegen. Die Annahme mit einem Kontakt ist richtig stark. Aber dann muss er den Ball in die Mitte legen. Die 86. Spielminute. Nochmal eine Hereingabe. Aber das ist kein Problem für Tobias Gebert. Der schlägt den Ball lang in die Hälfte der SG Unter Absteinach. Und da ist wer? Natürlich Florian Fröhlich. 1:0. Der FC Starkenburgia Heppenheim führt gegen die zwei Klassen höher spielende Mannschaft aus Unter Absteinach. Es war keine Abseitsposition, das haben wir hier deutlich gesehen. Florian Fröhlich krönt seine Top-Leistung heute. Er hat schon 7 Tore gemacht in der Liga und führt seine Mannschaft vielleicht ins Pokal-Halbfinale. Aber noch war nicht Schluss, nochmal eine Möglichkeit für die SG Unter Absteinach. Sie versuchen einen Elfmeter rauszuholen. Das funktioniert nicht. Dann ist Schluss. Und die Pokalüberraschung ist perfekt. Der FC Starkenburgia Heppenheim schlägt verdient die SG Unter Absteinach mit 1:0. Steht im Pokal-Halbfinale und kann Kraft tanken für den Liga-Alltag in der Kreisoberliga. Das fühlt sich geil an. Pokal sind immer wieder geile Spiele, auch wenn man gerade gegen höhere Vereine spielt, die in einer höheren Liga spielen. Und wir haben es gut gemacht. Erste Halbzeit schon 2-3 gute Chancen gehabt, hinten gut gestanden und dann geht zum Glück noch einer rein. Für die SG Unter Absteinach ist es eine bittere Niederlage. Ich glaube, jeder in Weiß hat sich diesen Abend anders vorgestellt. Der Fokus liegt jetzt komplett auf dem Klassenerhalt in der Verbandsliga Süd. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.